Ich möchte nämlich auch mal in das Haus reingucken. Hatte ich eigentlich vor. Basis vorbereiten auf Grippe? Ach du Scheiße. Wie weichen die denn mal aus? Patsch. Aber da ist auch noch rechts ein roter großer Punkt. Wer ist das? Was ist das denn für ein Grafikfehler? Aber es wird dunkel, meine Freunde. Bumm. Komm, wir steigen einfach mal raus. Ach, hier steht ja noch einer. Ach, so ein Kreischer. Noch einer. Also, wo ist jetzt der Aussichtsturm? Das ist wahrscheinlich dieses. So, gut. Ja, jetzt kriegt er doch auf die Mütze. Jetzt geht er mal kaputt. So, das wollte ich. So, schnell hoch hier. Dann gucken wir uns einmal um. Oh, ist ein Riesenfeld. Uiuiuiui. Ui, ui. Oh, da hinten läuft so ein Dicker. Da habe ich keinen Bock zu. Time to take a look around. Shit, that's a zombie horde. Zombie Horde ist gar nicht gut. Was war das? Aha. Abgestürztes Flugzeug. Lagerhaus. There's a building we'll wanna Und ein Feld. Und noch ein Feld. Dass das ein Feld ist, da wäre ich selber drauf gekommen. Fahrzeug. Noch irgendwas, was wir nicht gesehen haben? Ansonsten würde ich mich sagen. Leise runter hier. Wir müssen aber da aufs Feld drauf. Ach. Da ist nämlich der Punkt, wo wir hin sollen. Na, super Sache, dann würde ich sagen. Dann würde ich sagen, dass wir da mit der Karre mal raufdüsen. Ja, ja, ist ja gut, ich weiß. Ich finde, den Dicken will ich nicht unbedingt aufschrecken, aber das werde ich wahrscheinlich jetzt sowieso tun. Dem, was ich hier mache. Ja, ist ja gut, ich bin nicht. Ready to go? Because I am. Well, at least somebody's got our six. Hey, try not to shoot us in the back, okay? So, können die jetzt hier alle einsteigen? Ah. Na komm, Freunde, übertreibt nicht. Wollt ihr mir jetzt echt hinterherlaufen? Nein, oder? Ach, ins Haus geht's hier. Oh, oh. Rettet die Überlebenden, ja. Gut, dann machen wir das doch eben. Und dann retten wir die Überlebenden. Dann rein da, komm. Wir sind ja nicht alleine. Geht's jetzt hier ein bisschen auf den Sack und auf die Glocken. Meine Herren. Was hier schon wieder los ist. Leute, macht sowas nicht mit mir. Vertrauen. Haben wir jetzt euer Vertrauen? Soll ich jubeln? So, was mit euch? So, ich glaube, wir haben es geschafft. Alright, alright. I apologize for all the times I implied I'd shoot you in the head if you kept breaking quarantine. Tell you what, I've got some pull with the artillery pukes attached to my unit. I supply them with seized whiskey, and they rain hellfire on any hordes that happen to notice me and my boys. You get in a tight spot, give them a shout on the radio. I'll get the cannon cockers to send you a special delivery. But, we should get moving.
That fight's gonna draw more of them here soon. I'll see you around. So. Was nun? Ach, hier ist ein Versorgungsspind. Das ist gut. Und theoretisch können wir da ein bisschen was hier lassen, denke ich. Aber wir haben noch gar nicht alles durchsucht. Nee, hier kann man glaube ich auch nichts durchsuchen. Egal. Oder liegt da noch irgendwas? Nee. Was? Was ist das? Hier war doch irgendwas. Achso, Barrikade bauen, das war's. Aber das kann man ja mal machen. So viel Zeit muss nämlich auch sein. Aber die Jungs und Mädels hier, die brauchen auch Ressourcen. So. Was ist denn unser nächster Plan? Suchen und zerstören. Nachgucken, was Sam so treibt. Und die Richterin treffen. Mhm. Wer braucht denn eine Ansprache? Ich würde sagen, dann fahren wir erstmal dahin. Würde ich jetzt mal sagen. Unsere super Schrottkarre gibt's ja auch noch. Alter, haust du mal ab? Ist bei dir noch alles okay? Muss ich aussteigen oder was? Also, so, das wurde auch Zeit. Was liegt hier denn noch Schönes rum? Ui. Das können wir durchsuchen. Machen wir mal lieber schön langsam, weil ich habe immer das Gefühl, wenn ich das schnell mache, dass dann die Zombies aufgeschreckt werden. Nichts gefunden? Das ist aber schade. Ach, da ist ja noch mehr. Ich will dein Gequatsche nicht hören. Ich will das jetzt durchsuchen. So, mach mal hin. Ein bisschen schnell gemacht, wieder ein bisschen langsam. Da kommt dann auch schon der Erste. Siehst du, das ist das, was ich gesagt habe. I'm loaded up. See you back at base. We'll be waiting. Ja, so, jetzt die Ressourcen habe ich aufgenommen. Jetzt muss ich nur zusehen, dass ich wieder zum Auto komme. Dahin steht nämlich noch mehr rum. Schade, echt schade, dass man das nicht in die Karre laden kann. Das wäre wunderbar. Aber ich kann das ja anders machen. Ich will das ja nicht verschenken. Falls hier noch wirklich was sein sollte, denke ich, kann man das gebrauchen. Und dann lasse ich das einfach gleich abholen. Dann soll er doch zu Fuß hier rennen. Das ist mir lax. Soll er das machen? Nichts gefunden, aber Stufe 2. Alles klar. Stufe 2 im Grabbeln. Was ist da? Ist da noch mehr? Oh, der kann jetzt schon nicht mehr rennen. Meine Herren, auf welchem Baum bist du denn groß geworden? Was komm, bisschen fixer eben. Aber wenn man schnell durchsucht, ist immer laut. Immer laut. So, was ist das? Benzin. Aufbrechen, gedrückt halten. Wunderbar. Mitnehmen. Kann man gebrauchen, denke ich. So, sehe ich hier noch mehr? Bis jetzt nicht. Dann bringen wir mal eben die Ressourcen nach Hause. Würde ich jetzt einfach mal sagen. So, jetzt gibt es erstmal wieder eine wilde Fahrt. Wow. Vor allem mit dem Auto hier. Ei. Wieder gut. Ah, so geht Licht an. Ob jetzt gesehen wird oder nicht, ist glaube ich eh Banane. Da ich mich ja auf dem Heimweg befinde, oder? Was sagt ihr? Licht aus oder an? Ich mach's lieber an, dann sieht man nämlich sowas hier. Viel früher. Wow, meine Freunde. Oder doch nicht? Oder doch an? Puff,
Diese. So kann's gehen im Leben. Oh! Mann, ist ja komisch zu steuern, der Wagen. Ich könnte natürlich hierüber noch reingehen, aber das mache ich jetzt aus einem Grund nicht, weil ich will mich diese Ressourcen, die ich gerade mitgenommen habe, die will ich sichern. So, für alle, die es nicht wissen, ihr könnt natürlich auch einen Kumpel, oder was heißt ein Kumpel, aber einen Mitüberlebenden beauftragen. Was ist das denn für ein Haus? Ja, das ist ja komplett rot. Was ist das? Das ist wahrscheinlich so eine mega... Das wird eine mega komische Sache da in dem Haus, glaube ich, werden, wenn wir da jetzt reingehen. Haut ab, verschwindet. Ich möchte hier rein. Na, wie könnt ihr da hier Mitüberlebenden beauftragen, den ganzen Kram mich abzuholen? Der ist natürlich so doof und läuft den ganzen Weg, aber ich glaube, der lässt sich nicht so fix erwischen von irgendwelchen Zombies. Der würde einfach reinspazieren, wird sich freuen und wird sagen, danke, ich habe eine Tasche und ich bin jetzt auch wieder weg. So, Ressourcen nach Hause gebracht. So. Ah, das ist gut, gewonnene Ressourcen. Das ist klasse. Was habe ich für einen Rucksack? Ich habe einen großen Rucksack. Irgendwas Neues hier. Waffen. So, was ist das? Setzt Zombies in Brand. Benzin gemacht. Brandbombe. Ah, ich würde sagen, die können wir mal hier ablegen, oder? Wenigstens so ein paar. Energy Drinks. Schmerzbetäubende Mittel. Hi. Ja, ich will jetzt nicht mit dem plaudern und hier ein paar Zombies. Noch ein paar Zombies hier wegmähen. Taschenlampe aus, Taschenlampe an. So, das Menü habe ich gesucht, genau. Ressourcen ausliefern. Habe ich gemacht. Mit Miss... Genau, was ist denn hier mit? Kann man da noch irgendwas machen? Küche kann man nichts machen. Was können wir hier machen? Sicherheitsbereich erweitern. Der Alte beim Schießen mehr EP. Also das können wir machen, ne? Was können wir denn noch machen? Himmelfahrtskirche. Ich glaube, das werden wir mal machen. Festmahl hauen wir auch noch rein, damit die alle zufrieden sind. Sonst sind sie nachher wieder am Jaulen. So, was ist bei Außenposten? Können wir da machen? Das klingt gut. Da können wir jetzt erstmal nichts mehr machen. Wir können nochmal 9 Sekunden warten. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fertiggestellt. So. Was haben wir da natürlich? Was haben wir jetzt gemacht? Das können wir natürlich auch noch machen. Das machen wir alles mit. Das ist nämlich schon abgefrühstückt. So, was gibt's hier? Erzeuge ein paar hausgemachte Schalldämpfer. Flattermatte. Das dauert 29 Minuten. Das dauert alles noch ein bisschen. Das dauert alles noch ein bisschen. So, was ist jetzt? Warum ist denn jetzt der Kreis hier? Und was hat das jetzt zu sagen? Ach, das ist ein Infektionsherd mit Kreischer. Ja, das sind immer die, die ich am meisten liebe. Da bin ich auch schon ein paar Mal draufgegangen. Was gibt's hier? Infektionsherd beseitigen. Ich sehe jetzt erstmal nach, was Sam so treibt. Das werde ich jetzt tun. Dann kommen wir nämlich gleich nochmal wieder hierher. Ich sollte da am besten auch mit der Karre vorfahren, warum nicht? Ich finde die ganze Geschichte hier zu Fuß zu erkunden, das finde ich, halte ich für ein bisschen gefährlich, weil die Ausdauer von dem Typen hier ist noch nicht so gut. Und wenn ich das jetzt mache, dann, ja, wenn ich dann plötzlich vor 200 Zombies wegrennen muss, ja, dann macht er schnell einen Abknicker und dann war es das nämlich für uns. So, ich kann natürlich schön vom Haus parken, wie sich das gehört. Ei, das ist auch ein